What happened? What did you do? I didn't do anything. You did something to me. Cursed me with that necklace. I could never kill anyone. I can barely hold a gun. Quickly, this way. Listen to me, child. I can help you. I have friends. They will know what has happened to you. Come with me if you want to live. No. My family. I must find them. They are dead. I'm sorry. No! This can't be! Maria! Tatiana! It's too late. You can only save yourself now. Think of what your family would want. Come, we must leave. I'll protect you. You have my word. Yep. Damit moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Chronicles Russia. Ich bin wieder euer Justin und ich wünsche euch einen wunderschönen, angenehmen Tag. Wir sind immer noch in Jekaterinburg, haben jetzt die Tochter des Zaren getroffen und ja, das ist so ein bisschen Shit passiert in der, am Ende der letzten Folge. Und ja, Macht aus der Vergangenheit. Juli 1918, Jekaterinburg. Orlov hat das Kästchen, sowie das letzte lebende Mitglied der Zarenfamilie, Anastasia. Stimmt, Anastasia, da. Stimmt. Gefunden. Nach einem kurzen Ring um das Kästchen löste Orlov eine Explosion aus, als das Artefakt den Splitter berührte, den er um seinen Hals trägt. Könnte der Albtraum von Tunguska wiederkehren? Keep my dagger. It looks like you know how to use it. Oh! Who is that man? Why is he helping me? Ach, wir spielen jetzt Tatiana. Ah, immerhin kann sie klettern. It's something. Yay. Soldiers. They're everywhere. I need to be careful. Identify yourself. Over there! Where did they go? Over there! Aua. Ja gut, hat gut funktioniert. Gut, wir spielen jetzt Anastasia. Der Name ringt was. Es gibt so viele Geschichten um Anastasia. Keep my dagger. It looks like you know how to use it. Who is that man? Why is he helping me? So. Rüber. So. Und diesmal ein bisschen vorsichtiger. Ja. Du guckst hier nicht rüber. If I could just get the guard to look over there. What was that? One of the children is still missing. I think it is one of the daughters. Shit. You better hope someone finds it. Quickly. I need to get out of here. Find out what has happened to me. Dann guckst du die ganze Zeit nach oben. Finde ich nicht cool. Somebody there? So, etwas. Wo auch immer sie der Schlösser knacken kann. I didn't know I could do that. Ja. Hoppala, das wollte ich nicht. Das war nicht so geplant. Ganz und gar nicht. Müssen wir anders machen. Get out of here. Find out what has happened to me. What was that?
So. I didn't know I could do that. Dann beeilen wir uns hier hoch, da hoch, da hoch, hier lang. Ah, wunderbar. Enough of this foolishness. Das haben wir doch gut gemacht. Okay, das ist ein gutes Zeitfenster, da kann ich rüberlaufen. Einfach rüberspringen. In diesem Kleid geht das auch so wunderbar. Bestimmt. So strong. Runter. Mädchen, du musst auf jeden Fall irgendwas. Du musst dich auf jeden Fall bald mal umziehen, dass du irgendwas trägst, womit du dich eigentlich besser bewegen kannst, weil eigentlich solltest du dich jetzt gar nicht bewegen dürfen. Können. And use him to get me out of here. Was? Helix-Code beschädigt? Was? Jetzt schon Helix? Das kam sonst immer viel später. Helix-Schleier freigeschaltet. War das so? Identify yourself. Unbelievable. It's like I'm invisible. Ja, jetzt dreh dich um. Over there. Aua. Ja, gut, das hat gut funktioniert. Anastasia, ich bin stolz auf dich. Da kann man versteckt bleiben. Und so viel Rot. Ach ja, ich kann ja gar nicht jetzt. Springen kann ich schon, aber nicht so. Was ist ein Assassin doing here? Who knows? Who cares? But what does he want with us? I don't know. All I know is that from now on, my rifle is going to be my closest friend. Stay where you are! Was? Nein, ich bin weg. A rope. I can use this. If I could just assemble it with the dagger. Yep. Who's over there? Geh weg. Schnell. Over there. Ja, es hat nicht so funktioniert, wie es sollte. Ah, es hat gar nicht so funktioniert, wie es sollte. Ja gut, ja. Ich meine, einen Dolch habe ich ja, beziehungsweise ein Messer. RB. Oh. Ich habe ganz vergessen, wie das funktioniert, weil Nikolai ja seinen fancy Shit dafür hat. Wunderbar. Oh ja, wie mache ich das jetzt? Stimmt, den Helix-Sport. Sie hat sofort von Anfang an alle Helix-Fähigkeiten. What the fuck? Anastasia-Plocks. Also bitte. Es ist ein OP-Stasia. Die ist more OP than anyone. Hier, genau. River. River.
Stellt sich schon noch ein bisschen clumsy an. Machine gun! I don't stand a chance! Over here! It's me you want! Ah, jetzt bin ich wieder Nikolai. I need to wait for him to reload. I see him! This is close enough. I need to take him out. Here! He's here! That's it, go. Move. Meet me on the edge of your estate. Jetzt will ich wieder Anastasia. Also sind wir jetzt im Duo immer unterwegs? Und sie hat die Helix-Fähigkeiten und Nikolai hat die Tools, oder wie? Who's there? Was? Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Ich bin nicht da. Geh weg. Geh mal. Nach Hause. Identify yourself. Geh weg. Geh gefälligst weg. Gone. Ja. Weg. Ganz genau, hast du richtig erkannt. There is no escape. We will find you. Nicht bevor ich dich finde. Shouldn't we be looking for him? You go ahead. While you are at it, you might want to take on the Red Guard too. Don't joke about that. Things are bad at the moment, and this assassin has just made it worse. Uh-huh, Red Guard. Things can't get much worse. What is an assassin doing here? Who knows? Who cares? But what does he want with us? I don't know. All I know is that from now on, my rifle is going to be my closest friend. Die nehme ich noch gerne mit nochmal, die Rolle hier. Schriftrolle 6, ah, habe ich ein paar übersehen. What do we do if he comes back? Do you think there is much to be had from the bodies? I bet the guys who did it grabbed the lion's share, but we can always have a look. I wonder if they've stopped twitching yet. Listen to them, gloating about killing my family. They won't be laughing in a moment when I plunge my blade into them. Mädchen, ich glaube, du hast so einige Aggressionsprobleme. Family is dead. God riddance to a lot of them. I hear the Tsar cried like a little boy. I knew he was all talk and no balls. Kann ich auch beide töten? Nee, ne? Did anyone pay any special attention to this arena? What? And risk catching anything Rasputin might have had? They'd be a braver man than I. Murderer! Coping. Times are hard all around, but hopefully it'll become easier soon. How about yours? Nasser! Sir! Can you hear me? Telephone lines must be down. Where did they go? Ooh. Helix. What was that? Ich will nur dich. Kann ich nämlich. Somebody there? Over there! Aua.
Das hat nicht so gut funktioniert. Ich muss wirklich alle Agenten töten jetzt auch. Das ist meine Quest. Ja, gut. Kriege ich irgendwie hin? Hoffe ich. Lüftungsschachtattentat. The family is dead. God riddance to the lot of them. I hear the Tsar cried like a little boy. I knew he was all talk and no balls. Ich mag die jetzt schon nicht, die Leute reden schlecht. Murderer! Did anyone pay any special attention to this arena? What? At risk catching anything Rasputin might have had? They'd be a braver man than I. Ich will nur What was that? Dich. Das funktioniert leider nicht. Coping. Times are hard all around, but hopefully it'll become easier soon. What was that? Na, der sieht das. Enough of this foolishness. How's your family? Coping. Times are hard. What was that? Over there! Over there! Where are you? So, die rasten jetzt aus in den Körper, den sie gefunden haben. Does. Well, I don't know about you, but I'm going to shoot him. It's not that simple. Somebody there? Over there! Das lenkt nicht so funktioniert. Ich kann ihn aus dem Lüftungsschacht heraus töten. Das habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Werde ich jetzt anwenden. Das wäre, glaube ich, gar keine so schlechte Idee. Family is dead. God riddance to the lot of them. Who's that? I hear the Tsar cried like a little boy. I knew he was all talk and no balls. Stimmt, ich kann ja so, dann kann ich hier oben hoch. Did anyone pay any special attention to this arena? Stay over there! Aua. Where did you say you were from originally? Omsk. A long way from here. Hmm. Isn't that where the anti-Bolsheviks have set up power? There's no escape! We will find you! I heard that. But I don't really listen out for any news of it. Ich will einfach nur töten. What do we do if he comes back? He murderer! What if he does? Ja, er wusste doch so gut, wie ich dachte. But I'm going to shoot him. It's not that simple. How can you shoot somebody there? Was? Bastard! Nicht einfach rüber, Kugel verletzt ihn, wie jeden anderen auch. Das stimmt. Er ist einfach nur flink. Nothing. Ein Kollege ist kurz pissen gegangen. Keine Sorge. Der ist bald wieder da. So, und dann... Hey, jetzt kriegst du ja gar nicht mehr mit, ne? Wenn du sowieso nur nach da guckst... Kann ich ja auch so machen. Sie hatten Hass auf die Templer, einen sehr gesunden Hass auf die How's Templer. Your family? Coping. Times are hard all around. But ja, das hier wollte ich. How about yours?
blade in the shadows. Ich bin die Klinge im Schatten. Oh ja. Na komm, willst du auch? Oh, das ist der. Okay. Nee, da lohnt sich nicht so rauszugucken. Eher mache ich dann lieber einmal... Na, einmal nochmal so. Klingelstreich. Ich fühle mich so dämlich dafür. Hallo? Hallo? No one there. Oh, dann mache ich jetzt einfach... So. I walk in the darkness. Walk in the darkness. Wenn ich jetzt so mache, hörst du das? Nee. Ganz so geklappt, wie ich wollte. Okay, wahrscheinlich gucken sie nicht in die Lüftungsschacht, was mich äußerst verwundert. Oh ne, jetzt darf ich wieder von vorne anfangen, ne? Oh nö! Ah, wir werden noch ein bisschen Spaß an dieser Stelle haben, glaube ich. The family is dead. Good riddance to the lot of them. I hear the Tsar cried like a little boy. I knew he was all talk and no balls. So, erstmal hier so. Did anyone pay any special attention to this arena? What? Henry's catching anything Rasputin might have had? They'd be a braver man than I. Einfach warten, der wird gleich wieder hier dran vorbeilaufen und dann ist er tot. I heard that some of the smaller countries are trying to break away now that there's confusion. What was that? Nein. Und tschüss. Bastard! Enough of this foolishness. Und ciao. Dann haben wir noch ein bisschen Helix. Templer abschauen. Klingt schon wie eine richtige Assassine. I am the blade in the shadows. Yep. Und jetzt nochmal hier hoch. Nochmal hier anrufen. Nochmal Klingelstreich. Dann beeilen wir uns hier ein bisschen. Gehen wir dahin und dann sollte das eigentlich kein Problem sein. I walk in the darkness. Hier durch. Und sollte ich ihn eigentlich jetzt bis hierhin locken können? Nein. Aha. Strike swiftly. Und schlage schnell zu. Verlasse das Haus. Who's there? Wait, wait! Don't shoot! I got you, child. Now move.
fuck. Den habe ich nicht gesehen. Den habe ich nicht gesehen. Aber schön, dass sie die ganze Zeit zwischen den beiden her swappen. Glaube ich. Vielleicht. Weiß nicht. Aufpassen, dass niemand von da kommt. Ah, da hinten kommen noch mehr. Mm, cool. So liebe ich das ja. Ah, da hat er mich getroffen. Verdammt. Da saß ein Sniper drauf. Die habe ich erst nicht gesehen. Hätte die doch bloß gesehen. Verdammt. Jetzt wird's besser. Hoffe ich, dass es denn auch das Ende des Levels ist. Wie, du lebst noch? Nix da. Nein. Beide nicht. Nein. Was? Da. Hinter dem... Ah, miese Wichser. Dahinter hat er sich versteckt. So geht das gar nicht. Das erlaube ich so nicht. Naja, aber das interessiert das Spiel ja leider nicht. Dann dich einmal. Hallo, ich hab gesagt, dich einmal. Dann kommen da die an. Da ist einer. Da ist einer. Da ist noch einer. Nein. Nein. Du lebst ja noch. Nix da. Ah, geschafft. God bless. Get up. Something's wrong. I don't feel well. Hands up! Who are you? Dobry vecher, tavarish. Don't move! How dare you push me? I should kill you like I killed them. Calm down, child. Child? How dare you? I am Xiao Jun of the Chinese Brotherhood of Assassins. If you were not wearing the symbol of our order, I would kill you where you stand. Snap out of it. Your name is Anastasia Nikolaevna Romanova. My name is Anna. Anastasia. Follow me. I'll protect you. Deshalb konnte sie sich so hoch sein und all das, weil sie effektiv die Reinkarnation von Xiao Jun ist. Oh, das ist. Und was, Xiao Jun? Ich hab den Namen jetzt schon wieder vergessen, das ist so peinlich. Aber das ist interessant, das ist eine interessante Entwicklung. Ich bin gespannt, wie sie das weiterentwickelt. Und ob auch noch die Reinkarnation von dem Typen aus India treffen. Das wäre interessant. Naja. Es ist wieder Zeit, diesen Part zu beenden. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen, angenehmen Tag. Bis dahin, euer Justin. Haut drin und tschüss.